Hoch Sabine beschert uns momentan noch viel Sonnenschein, doch im Laufe nächster Woche, da kommen immer mehr Wolken dazu. Und in Verbindung mit dem Sonnenschein tagsüber haben wir frostige Temperaturen nachts wegen der kalten Luftmasse, die uns momentan noch trifft. Ja, das schauen wir uns später noch genauer an. Zunächst mal der Blick auf die Großwetterlagenkarte. Hier Hoch Sabine, das polare Luftmassen direkt zu uns nach Mitteleuropa bewegt und dementsprechend kühl die Temperaturen, vor allem nachts. Im Südwesten, da ist die Luft schon länger über die Landmassen unterwegs und über den Landmassen kann die kräftige Sonne den Boden jetzt schon stark aufwärmen. Deswegen hier im Südwesten mildere Temperaturen und im Nordosten, hier ist die kalte Luft sozusagen noch frischer und dementsprechend auch kühler die Temperaturen. Auch weil hier noch einige Wolken dabei sind. Das sehen wir hier auf dem Wolkenfilm. Heute Nachmittag im Norden und Osten wieder dichtere Wolken dabei, während es im Süden verbreitet sehr freundlich sein wird. Im Laufe der Nacht nähern sich aus Süden dann schwache Schleierwolken. Hier scheint tagsüber am Montag dann auch die Sonne durch. Das ist auch nur am Alpenvorland der Fall. Und ansonsten verbreitet sonnig im Süden, im Osten und Norden wieder einzelne Wolkenfelder anzutreffen und vor allem am Nordrand der Mittelgebirge, wie schon in den letzten Tagen auch, besonders hier nördlich des Erzgebirges, aber auch am Harz, da können diese dichten Wolken an diese Mittelgebirge treffen und somit ist hier der Eindruck dann doch mal etwas drüber und es ist eher bedeckt als sonnig, aber regional kann dann auch hier die Sonne zeitweise länger scheinen. Ja, und dadurch ergibt sich auch ein großer Temperaturkontrast zwischen Nordosten und Südwesten. Hier im Osten meist Temperatur nur um die 10 Grad, zum Teil auch unter den Wolken fühlt sich das noch kühler an. Hier in den Mittelgebirgen wie Erzgebirge und Harz, da ist es sogar noch unter 10 Grad kühl, ebenso auch direkt an den Küsten bei auflandigem Wind. Natürlich ist ja logisch, denn die Meerwassertemperaturen sind noch ziemlich frisch, für die meisten noch nicht badetauglich mit um die 6 bis 8 Grad. Und dann kann natürlich auch die Luft nicht viel milder sein. Im Inland sieht es dann schon besser aus, hier im Nordwesten schon 10 bis knapp 15 Grad und im Süden, da wird es noch milder, verbreitet Temperaturen um oder über 15 Grad. Und ganz im Südwesten, wie hier entlang des Hochrheins und am Bodensee, aber auch am Oberrhein, aber auch noch entlang der Donau, erreichen wir wieder knapp die 20 Grad Marke oder können die auch örtlich überschreiten. So wie an den letzten Tagen auch schon. Hier die Höchsttemperaturen von gestern in Rheinfelden, aber auch in Freiburg und Saarbrücken. 21 bis 22 Grad wurden gestern gemessen. Und selbst in Regensburg an der Donau, da haben wir auch die 20 Grad Marke geknackt. Bei den Tiefstemperaturen knacken wir aber auch immer noch die 0 Grad Marke. Wir sehen es hier besonders im Osten und im Norden, verbreitet Luftfrost von 0 bis minus 4 Grad. In manchen Mittelgebirgstälern kann es sogar noch kälter sein und ansonsten auch hier im Süden. Und selbst im Norden, hier in Schleswig-Holstein, verbreitet Temperaturen von knapp unter 0 Grad, also frostige Werte sind hier zu erwarten. Bodenfrost fast überall, nur direkt an den Küsten, aber auch hier im Südwesten entlang des Oberrheins. Hier bleiben wir wahrscheinlich bei knapp über 0 Grad, aber auch hier kann es in manchen Regionen leichten Frost geben, vor allem in ungünstigen Tallagen oder auch Hanglagen, die eher schattig platziert sind und Bodenfrost, wie gesagt, verbreitet zu erwarten. Deswegen, frostige Temperaturen sind zu dieser Jahreszeit schon kritisch zu sehen, denn viele haben wahrscheinlich draußen Pflanzen stehen, die jetzt anfangen zu blühen und vor allem frostempfindliche Pflanzen, da sollte man aufpassen, dass man die nachts aus dem Garten oder vom Balkon wieder reinholt. Zu dieser Jahreszeit ist Frost ein immer größeres Problem für die Obstlandwirtschaft, vor allem dort, wo die Bäume und Pflanzen schon am Blühen sind und das ist aktuell im Südwesten der Fall, wie zum Beispiel auch hier mit dieser Apfelplantage bei Mainz. Hier blühen die Bäume schon seit vielen Tagen, zum Teil schon seit Wochen im Südwesten. Und auch wenn hier nur örtlich frostige Temperaturen zu erwarten sind, meistens bleibt es gerade noch mild genug, so kann leichter Frost schon große Schäden anrichten. Die Blüten vertragen meist nur Temperaturen von minus 0,5 bis maximal minus 1,5 Grad. Und vor allem bodennah junge Pflanzen, die noch nicht so hoch gewachsen sind, da kann es ja gern noch mal kälter werden, Stichwort Bodenfrost. Und dann kann das schnell große Schäden anrichten. Wer jetzt schon genauer hingeschaut hat, der erkennt hier vielleicht diesen schwarzen Schlauch. Das ist eine fest installierte Bewässerungsanlage. Und das leitet schon zum nächsten Thema, nämlich Dürre und Trockenheit, die uns in diesem Jahr wieder drohen kann. Das ist jetzt hier ein geringeres Problem, weil hier natürlich dann bewässert werden kann. Aber Regionen, in denen es keine Bewässerung bei der Obstlandwirtschaft oder auch anderen landwirtschaftlichen Flächen gibt, da könnte es zum Problem werden. Wir sehen hier den Dürremonitor für tiefe Bodenschichten und wir sehen hier fast bundesweit haben wir eine Dürre, vor allem hier im Osten und auch in einigen Regionen im Süden. Da sieht das schon wieder ganz kritisch aus und das ist vor allem zu dieser Jahreszeit problematisch, denn eigentlich müsste es jetzt im Frühling viel Wasser geben in tieferen Grundschichten, die dann über den Winter sich angesammelt haben und dann im Sommer verbraucht werden. Denn im Sommer, da bekommen wir in Deutschland oder auch Mitteleuropa klimatisch eher zu wenig Regen ab. Das ist aber kein Problem, denn wir haben dann Grundwasserreserven, die werden über den Sommer her genutzt und im Winter werden diese wieder aufgefüllt, sodass im Frühling diese normalerweise gefüllt sein sollten. Wir sehen es aber hier, es ist viel zu trocken in den tieferen Bodenschichten. Das sind immer noch Spätfolgen aus den letzten Jahren. Das konnte man in diesem Winter leider
nicht auffüllen. Besser sieht es schon an der Oberfläche aus. Hier das verfügbare Wasser für Pflanzen in den oberen Bodenschichten. Die blauen Bereiche, die zeigen, dass hier auf jeden Fall genug Wasser zur Verfügung steht. Das ist der kalten Wetterlage aus den letzten Wochen geschuldet und weil die Natur meistens noch nicht so weit fortgeschritten ist in der Blüte. Somit steht hier noch viel Wasser zur Verfügung. Es gibt aber auch schon einzelne Regionen, vor allem die Regionen, die sowieso schon an sich trocken sind, wo auch schon hier das Wasser wieder knapp wird, wie zum Beispiel hier in Teilen Sachsen-Anhalts und vor allem hier im Süden entlang der Donau, Franken und vor allem hier Neckar, Rhein-Main-Gebiet entlang des Rheins. Hier ist es auch schon oberflächennah trocken. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man auch im Frühjahr viel Wasser an der Oberfläche hat. Aber sobald jetzt uns eine sehr trockene und warme Phase voraussteht, dann kann das Wasser ganz schnell verschwinden. Deswegen sind wir auch hier auf Regen angewiesen in nächster Zeit. Und nächste Woche kann es schon die ersten Regentropfen geben. Das wird aber wahrscheinlich noch nicht allzu viel werden und wahrscheinlich auch sehr ungleich verteilt sein. Doch dazu gibt es dann im Laufe der Woche mehr. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.